Staffel Koch des Jahres. Konkurrenzkampf, den gibt es überhaupt nicht. Der Beste wird heute Abend gewinnen. Und wenn man selber vom Ergebnis sieht, dass man nicht der Beste ist, dann will ich auch gar nicht gewinnen. Letzten Endes entscheidet bei guter Küche wirklich das, was deine Seele berührt. Jetzt hatte ich gerade in dem einen Hauptgang was gegessen. Der Fisch war so fantastisch. Das wäre für mich ein absoluter Volltreffer und mindestens 2 Sterne. Normalerweise stehen wir alle in der Küche irgendwie ein bisschen weit ab vom Schuss irgendwie und sich vielleicht auch mal so den direkten Fragen zu stellen, finde ich eigentlich ganz interessant. Man kann unheimlich viel erklären, was vielleicht auch hinter dem Produkt oder hinter dem Gericht an sich dann steht, was man selber gemacht hat. Das ist eine tolle Chance, Leute kennenzulernen, neue Ideen zu finden für Motivation und einfach um weiterzukommen. Wir einfach wirklich eine große Familie sind. Die ganzen Köche sind hier jedes Jahr dabei. Auch die ehemaligen Teilnehmer kommen immer wieder her. Und es ist für uns als Messerhersteller einfach immer super, so viel geballte Kompetenz auf einem Haufen zu haben. Dass wir von solchen Profis, von wirklich Meistern auf ihrem Gebiet ein Feedback kriegen, mit denen zusammenarbeiten können, uns weiterentwickeln können. Wir stellen unsere Produkte her, aber dann wollen wir auch sehen, wie setzen die das um. Und die sind auch super kreativ, die machen tolle Sachen damit. Der Austausch mit den Kandidaten, der Austausch im Endeffekt mit dem Besucher auf gleicher Höhe zu sprechen, um die Probleme zu verstehen, die vielleicht in den Küchen vorherrschen, um darauf dann in unserem Haus zu rezeptieren, um eine Lösung anbieten zu können. Nicht mehr und nicht weniger, deswegen sind wir dabei. Kommt ihr mit? Auf geht's.